Guten Tag, mein Name ist Ute Düsterwald und heute geht es mal wieder um das Thema Liebesbetrüger, Love Scamming, Romance Scam, Heiratsschwindler. Heiratsschwindler gab es ja schon immer auf der Welt und Betrug gab es auch schon immer. Also wir nehmen mal an, dass es das schon immer gab. Es gab vielleicht auch irgendwann mal Zeiten, in denen es keinen Betrug gab, in dem alle glücklich und zufrieden in Friede, friedevoll, harmonisch zusammenlebten auf der Welt. Und jeder mehr als genug hatte und glücklich war und es keinen Krieg etc. pp. Gab. Ja, von diesen traumhaften Zeiten sind wir leider im Moment ein bisschen weit entfernt. Und so greift halt die Masche der Liebesbetrüger immer mehr um sich, weil es ist ja ein leichtes Spiel. Man muss nur ein bisschen Ausdauer haben, ein bisschen rumflirten, ein bisschen nett sein. Und ein bisschen denjenigen um den kleinen Finger wickeln und schon haben wir ihn an der Wickel sozusagen. Also schauen wir uns mal an, was der Merkur, der Kreisbote, uns erzählt. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel einen Screenshot, wobei der hier noch sehr harmlos ist, weil da nur drei Smileys sind, besser gesagt. Und im normalen Fall, wenn er schreibt, je nachdem, welches verspielte Kind man dahinter sitzen hat, kann praktisch nach jedem Satz so ein Smiley sein. Wobei das auch Spaß macht, Smileys zu schicken. So, und jetzt machen die Liebesbetrüger hier im Ostallgäu Kasse. Und es ist aber eigentlich was ganz Tragisches. Und zwar eine 61-Jährige aus dem Landkreis verlor durch Betrug nicht nur ihr Geld, sondern sie machte sich auch selber strafbar. Und das ist das, wovor wir immer warnen, wenn wir unsere Beiträge machen und zwischendurch mal sagen, passt bitte auf, ihr macht euch strafbar. Wir sagen ja schon immer, was man nicht machen soll. Keine Unterlagen schicken, kein Ausweis, keine Nummern austauschen, nicht von der Plattform runtergehen, auf der man sich kennengelernt hat, nicht auf Hangouts dann gehen und wie die ganzen ja, Messenger-Dienste oder Telefondienste heißen, sondern immer schön auf dieser Plattform bleiben. Der Hintergrund, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, in anderen Beiträgen ist, dass die Betrüger einen dann, wenn man von der Plattform runtergegangen ist, einen dann praktisch sperren, geht man dann wieder rein, kommt man nicht mehr in dieses Profil rein. Und ich warne auch davor, sperrt die Leute nicht, auch wenn ihr schon das Gefühl habt, das sind Betrüger, filmt diese Sachen ab, filmt das ganze Profil ab, filmt den ganzen Chat ab und speichert das, speichert alle Mails, alle Unterlagen, alle Belege, die ihr habt. So, jetzt gehen wir aber zu unserer 61-jährigen Ostallgäuerin zurück. Im Oktober oder seit Oktober letzten Jahres, also fast ein ganzes Jahr, gaukelte ein angeblicher Spanier übers Internet ihr die große Liebe vor und schaffte es dann laut Polizei, sie dazu zu bewegen, immer wieder verschiedene Geldbeträge zu überweisen. Da auch immer wieder verschiedene Geldbeträge jetzt auf ihr Konto überwiesen wurden, welche die Frau weiter überweisen sollte, wurde sie somit auch noch zur Geldwäscherin. Also ist ganz wichtig, auch wenn jetzt meinetwegen Geld auf mein Konto kommt, sofort die Polizei informieren und mit denen darüber sprechen und sagen, hört mal Leute, hier ist was ganz Merkwürdiges, ich habe da so einen Typen oder eine Typin an der Hand und irgendwas stimmt mit dem nicht. Der will dauernd Geld von mir. Jetzt hat er mir auch noch Geld auf mein Konto überwiesen. Es sind zwar nur 5.000 Euro, aber es sind 5.000 Euro und die soll ich jetzt weiter übermitteln. Das sind auch zum Beispiel die Sachen, früher hat man immer gesagt, wir dürfen ja im Moment nicht fliegen, dass man am Flughafen kein Päckchen annehmen soll, weil in dem Päckchen meistens Rauschgift oder irgendein Schmuggelgut drin ist. Das sind also jetzt nur so Beispiele aus dem praktischen Leben von früher. Also insgesamt hat die Ostallgäuerin durch einen Schaden in Höhe von 1.500 Euro davongetragen, bis sie sich endlich entschloss, die Sache anzuzeigen. Also es ist also wenigstens noch minimal. Einen wesentlich höheren Betrag hat sie laut Polizeibericht über ihr Konto weiter überwiesen und sich somit auch noch strafbar gemacht. Es ist auch eine Masche. Und dann kommt also das Übliche.
dass dieses Love Scamming, diese Heiratsbetrüger, diese Online-Heiratsbetrüger immer aktiver werden, aber es sind auch immer so Wellenbewegungen, muss man wissen. Und ja, wir haben halt Pandemie, die meisten Leute sind zu Hause, suchen halt einen Partner, sind alleine, fühlen sich alleine, haben kaum jemanden, mit dem sie sprechen können. Und deswegen lässt man sich natürlich auch vielleicht noch eher mit denen ein. Oder man hat Probleme, Familienprobleme. Leute, sprecht mit euren Partnern, sprecht mit euren Kindern, aber sprecht nicht mit fremden Leuten. So, dann gab es im letzten Jahr also praktisch eine Welle, wo es abebbte, und dann kam die Geschichte mit den falschen Polizeibeamten. So, jetzt haben wir aber, wie ich gerade schon sagte, ein Comeback von diesen Liebesbetrügern, so seit, ja gut, 2020, sagen die Polizisten in Schwaben Südwest, haben die 50 Ermittlungsverfahren. 2021 ist es mit dem heutigen Stand, also anscheinend 27. Oktober, etwa die Hälfte davon. In vielen Fällen entstand dabei ein finanzieller Schaden bei den Geschädigten. Allein im Jahr 2020 erbeuteten die Täter in 36 Fällen über 450.000 Euro und im laufenden Jahr aus 14 Fällen bisher 250.000 Euro. Stellt euch mal das Geld vor, was man mit dem Geld persönlich alles machen kann und was man mit dem Geld auch fördern kann. Und dann kommt natürlich das Problem, dass die Leute natürlich nicht gerne darüber reden und auch zur Polizei gehen. Gucken wir mal hier. Na, da sollten wir vielleicht auch noch gleich reingehen. Aber im Prinzip kommt jetzt immer dasselbe, ne? Also die betrogenen Bilder sozusagen, die geklauten Bilder. Wir bekommen wunderschöne E-Mails oder wenn man WhatsApp, Telegram oder auch auf Messenger bleibt, bekommt man wunderschöne Gedichte, wunderschöne Liebeserklärungen. Man hat auch wunderschöne Gespräche zum Teil. Die Leute sprechen ja Englisch oder Deutsch meistens oder auch Französisch, kann man alles austesten. Und bei Bildern ist es halt so, dass die Frauen halt mit wunderschönen Fotos locken, wo sie leicht bekleidet sind. Gut, Mails kann ich mich jetzt nicht so dran erinnern. Die Mailadresse habe ich viel später rausgegeben, aber hier: Scammer überhäufen ihre Opfer schon nach dem ersten Kontakt mit ellenlangen Briefen voll schwülstiger Liebesschwüre. Hört man auch gerne. Also mal ganz ehrlich, wer mag nicht so ein ganz tolles Liebesgedicht, so einen tollen Liebesschwur und denkt, ach, ist das herrlich. Endlich mal ein Mann oder endlich mal eine Frau, die mir so was Schönes schreibt. An den überbordenden Liebeserklärungen, Liebesbekundungen sind sie leicht zu erkennen. Aber es geht auch anders. Seriös wirkende Mails sollen das Interesse wecken. Oft wollen die Scammer alles über ihr Opfer wissen. Hobbys, ehemalige Partner, Kinder, Freunde und auch der Glaube an Gott spielt immer eine Rolle. Wichtig, die Scammer bezeichnen ihre neuen Partner schon bald als Ehemann oder Ehefrau und schmieden Heiratspläne. Und noch etwas Wichtiges, was hier nicht unbedingt drin steht, also das habe ich auch bisher kaum gelesen, dass man die Partner seltenst mit Namen anspricht, sondern man schon sagt, Darling, Honey oder Lieblingsschatz oder Wuschelchen, keine Ahnung, welche Kosewörter die benutzen, alles. Warum macht man das? Man hat natürlich mehrere Lieblinge, die man abzockt und mit denen man ja schon in Kontakt ist. Und deswegen werden selten Namen benutzt, sondern Darling, hey Darling, how are you doing, Darling? Also wie geht es dir, Schatz? Oder Honig oder nee, Honey und. Das ist auch etwas ganz Typisches, dass man, ja, ich glaube, mein Scammer hat nicht
wenn es hochkommt, vielleicht dreimal mit dem Namen angesprochen. Also bewusst ist mir das gar nicht. Er nannte mich dann auch immer, ich telefoniere jetzt mit meinem Lehrer, mit Ösmal Professor. So, gucken wir mal weiter. Aber es ist ganz wichtig, dass man jetzt ganz schnell, vielleicht schon innerhalb von 2 Wochen, you are my wife, du bist mein Ehemann, du bist meine Frau, und dass Heiratspläne gemacht werden. Deswegen scheint die Bitte um ein Visum oder ein gemeinsames Konto gerechtfertigt. Also, macht nie ein gemeinsames Konto. Überlegt auch bitte, ob ihr hier in Deutschland mit einem deutschen Mann, mit einer deutschen Ehefrau vor der Ehe ein gemeinsames Konto macht. Überlegt das mal, ob ihr das in der Realität machen würdet. So, an Verbindungen nach Westafrika, Russland, Südostasien, ob Geschäftsreise oder familiäre Probleme, es gibt vielfältige Gründe für eine Verbindung nach Nigeria, Ghana und so weiter. Frauen hingegen leben oft in osteuropäischen, südostasiatischen und südamerikanischen Ländern. Ja, hier ist noch ein sehr interessanter Beitrag. Es gibt viele Gründe, das Opfer um Geld zu bitten. Weigert es sich, Geld zu schicken, finden die Betrüger andere Wege. Gefälschte Schecks, die in Deutschland eingezahlt werden sollen, gehören dazu. Momentan sehr stark ausgeprägt ist der Wunsch nach einer Einladung nach Deutschland. Die Betrüger schaffen es auch, geschickt die Opfer für ihre Zwecke zu missbrauchen. Beispielsweise sollen diese Briefe oder Päckchen an dritte Personen, sollen wir dann Briefe an dritte Personen verschicken. Scam-Frauen erbetteln sich häufig Einladungen nach Deutschland. Oft geben die Betrüger vor, ein gemeinsames Konto mit dem Opfer eröffnen zu wollen und bitten um Kopien von Ausweisen. Die Daten werden zum Fälschen von Pässen benutzt. Also das Vorgehen, also ich kann hunderte, tausende Fälle vorlesen, das Vorgehen ist aber immer, immer identisch. Und der Hintergrund ist immer, dass man an das Geld will, das derjenige hat. Oder, was ich auch hier und da schon mal gesagt habe, dass man, je nachdem, welchen Status man auch beruflich hat und welche berufliche Position man hat, ob man nicht ganz bewusst mit demjenigen auf Geschäftsplattformen zum Beispiel Kontakt aufgenommen hat, um an Informationen zu kommen. Wobei die Leute, die richtig hoch in der Hierarchie sind, die sind auch in der Regel meistens nicht mehr auf Xing, sondern das oder LinkedIn oder anderen sozialen Plattformen, sondern das sind eher die Leute, die untergeordnet sind. Aber trotzdem, ne, es gibt immer Möglichkeiten, da ranzukommen. So, wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann bitte den Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Und wieder mal mache ich Werbung für mein Buch. Warnung, Liebesbetrüger, Scam Alert auf allen sozialen Plattformen wie Facebook, Instagram etc. pp. Dieses Buch erhaltet ihr auf Amazon. Vielen Dank fürs Zuhören.